Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Ja, wir sind hier immer noch am Kraterberg und versuchen auf den Gipfel zu kommen. Und ich denke mal, wir haben es auch fast geschafft. Und müssen dann, glaube ich, nochmal gegen Cyrus antreten. Werden wir alles sehen. Doch bevor wir das hier weiterlaufen, möchte ich euch nochmal daran erinnern. Wenn ihr Spaß habt an meinen Videos, abonniert mich und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr bei YouTube. Und ja, schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Da gibt es ja einige, die ich habe. Wenn euch das gefällt, und bei Twitch könnt ihr mich natürlich auch folgen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch, was ihr seht. Und je mehr Zuschauer es gibt und Abonnenten, desto mehr Vorschläge kann man machen auch. Und also an Spielen, an Let's Plays. Ja, vielleicht kann man auch mal so ein Together machen oder sowas. Mal schauen. Aber das wird alles später entschieden immer, ne? Ich mache immer so eine Umfrage bei Discord, da könnt ihr ja auch mit drauf kommen. Und dann, ja, wird sich da alles weitere regeln. Aber erstmal wollen wir hier auf den Kraterberg weiter rumwandern zum Gipfel und Team Galaktik endlich mal in den Arsch treten. So, Team Galaktik wird die Kontrolle über alles übernehmen. Mach, was du willst, aber allein kannst du uns nicht aufhalten. Also bisher konnte ich das immer. So, schon wieder ein Bronzel. Warum immer Bronzel? Das Vieh kann nichts. So. Okay, ich brauche, glaube ich, mal so ein Top-Elixier für Panferno. Weil da haben wir ja schon ganz schön was verbraucht. Aber na gut. Das wird ja nicht so schlimm sein. Zumindest haben wir noch ein bisschen AP für einige Attacken hier. Das ist ja schon ganz gut noch. Gut gefüllt. Dann passt das. So, wunderbar. Ein Golbat. Da nehmen wir doch Rubin wieder mit rein. Nein. Ach, ich wollte Rubin reinnehmen. Ich wollte doch nicht. Mann. Egal. Komm, Flammrad weg. Oder auch nicht. Nicht weg. Dann noch Feuerwirbel und fertig ist das. So, sehr gut. Steki 33, Daniel Level 33, sehr gut. Bodycheck von Steki. Lohnt sich das? Bidifass ist. Ja. Ah, nee. Lohnt sich nicht. Rüpel von Team Galaktik wurde besiegt. Umgekehrt konnte ich dich aber auch nicht aufhalten. Nee, nicht wirklich. Und das wird auch nie passieren, dass man mich aufhält. Noch ein Golbat. Ja, komm, Flammrad. Machen wir's. Ziehen wir mal kurz durch hier. Sehr gut. Golbat gleich mal verbrennen. Dunkelnebel. Statuseffekte, glaube ich, oder? Ach, die Statusveränderung. Ah, okay, das sind eher andere Statusveränderungen. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt hier mit Verbrennung und sowas alles. Aber nee. Damit ist was anderes gemeint. So, wunderbar.
Golbat wurde erledigt. Und wir geben mal Panferno ein Top-Elixier. Was wir gar nicht mehr haben. Oder hatten wir das überhaupt mal? Ich bin mir sicher, dass wir mal ein Top-Elixier hatten. Oder ich habe es mal verbraucht. Das ist natürlich doof. Na gut. Dann müssen wir halt so den Berg hoch. Okay, schon wieder eine Trainerin. Du kannst stolz darauf sein, diesen Ort erreicht zu haben. Und mit diesem fröhlichen Gedanken schicke ich dich nun auf den Heimweg. Nein. Das wirst du nicht schaffen, auch wenn du mit deinen drei Pokémon gleichzeitig antreten würdest. So. Nee, wir setzen mal ein anderes Pokémon ein. Rubin darf jetzt auch mal. Ich glaube, wir setzen mal Rubin gleich an erste Stelle. Weil, ja. Die setzen ja doch meist jetzt Golbat ein hier und da ist Rubin, glaube ich, besser. Wenn sie mit ihrer Schockwelle antanzt. Schockwelle. Zack. Oh, fast weg. Schade. Hätte auch ganz weg sein können. Natürlich hat es keine Wirkung auf Golbat. Schade. Aber machen wir nochmal Schockwelle und dann passt das. So, Golbat haben wir schon mal. Günther Level 48 und Melina Level 32. Charmian. Okay, da können wir Panferno wieder einsetzen. Aber mit dem 8. Arena-Ohren schaffe ich es doch nicht mehr. Ey. Schade eigentlich, aber na gut. Ich wollte es eigentlich nur schaffen heute. So, Charmian wurde auch besiegt. Na gut, war ja auch nicht so schwer. Und Bronzel. Den kriegen wir auch schnell klein. So, zweimal Flammenrad wahrscheinlich und dann ist Bronzel auch weg. Ach nee, mit einem Schlag sogar schon. Wunderbar. So, da haben wir den Rüpel auch erledigt. Ja, so danke ich dir. Dankeschön, dass ich dich besiegen durfte. Es war sehr freundlich. So, Rubin nach vorne. Achso, und mal gucken, wir haben noch eine Beere, die. Genau, Passivbeere. So. Da geht's raus. Sind wir jetzt oben? Tatsache, wir sind ganz oben. Etwas Gewaltiges steht unmittelbar bevor. Komm uns bloß nicht in die Quere. Du guckst so, als würdest du uns trotzdem in die Quere kommen wollen. Hab ich recht? Tja, dann bekommst du es mit uns zwei zu tun. Oh ja, macht mal. Versucht's. Vier Pokémon, ach naja. Ist ja nichts. Pudox und Skunkapoo. Ich habe natürlich wieder Steg hier an zweiter Stelle. Kacke.
meine, Stinky ist ja stärker jetzt, aber ob der was hinkriegt da. Gegen Pudox auf jeden Fall. Ich nehme mal Günther. Günther ist, glaube ich, besser in der Hinsicht. Unser Kampfpinguin hier. So, Pudox ist fast besiegt. Sehr gut. Nachthieb an Günther. Und Käfergebrumm an Mew. Das ist natürlich nicht so schön. So, nochmal Antikkraft. Und einmal schönes Siedewasser auf Skankerpoo. Sehr schön. So, Nummer 1 haben wir schon mal weg. Panferno Level 55 jetzt. Rubin Level 48. Na, langsam kommt's doch. Skankerpoo wurde auch besiegt. Wunderbar. Na gut. Bei dem Levelaufwand hier, ne? Charmian. Und noch ein anderes. Klibunkel, alles klar. Die beiden sind auch ganz schnell weg. Und damit hat sie es. wir können ja mal auf Klibunkel Schockwelle einsetzen. Und Siedewasser auf Charmian. Müsste reichen. Ah, fast. So, das ist schon mal erledigt. Haben wir nur noch Glibunkel. Und das wird auch mit dem nächsten Angriff erledigt sein. Okay, Daniel will Biss erlernen. Hatten wir das nicht schon mal? 60, Giftzahn, Giftstreich. Machen wir Giftzahn weg. Wir haben Giftstreich. Der ist sogar ein bisschen stärker, hat ein paar mehr AP. Ja, dann passt das. So, Rubin, dann ja, setz Schockwelle ein und dann passt das. Und du kannst Blubschrei einsetzen. Das passt dann auch. Aber ist ja eh schon weg. So, nochmal ein paar Erfahrungspunkte bekommen, sehr gut. Dabei war ich doch der stärkste aller Rüpel. Ah, ich habe mich von einem Kleinkind besiegen lassen. Kleinkind, sagt sie. Naja, Mann, das war echt eine erbärmliche Leistung. Wir lassen dich jetzt durch, dann kann unser Boss dich fertig machen. Und was mit den anderen beiden hier? Jetzt wird alles enden und alles wird neu beginnen. Mit dieser roten Kette öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Palkia, mythisches Pokémon und Meister des Raumes und der Dimensionen. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Oha. Die Vernichtung allen Seins steht bevor. Wenn alles vergangen ist, wird es keine Kriege und keinen Streit mehr geben. Spürt ihr, wie sich der Raum verzerrt? Nur ich kann es jetzt noch aufhalten.
das ist das Pokémon, von dem in den Mythen erzählt wird. Der Erschaffer von Sinnoh. Palkia, die Verkörperung des Raumes und der Dimensionen. Palkia. Diese Welt kann nicht mehr in das umgeformt werden, was ich will. Eine neue Welt zu erschaffen ist viel leichter als die alte zu verändern. Eine neue Welt, in der ich alleiniger Herrscher bin. Ich werde eine Gottheit. Nee, das glaube ich eher weniger. Nur keine Eile. Ich verstehe, dass du unbedingt unseren Boss herausfordern willst, aber erstmal musst du an mir vorbei. Immerhin hast du mich schon einige Male ziemlich bloßgestellt. Und ich bin die Nächste. Du magst zäh sein, doch diesmal werden auch wir die Samthandschuhe ausziehen. Augenblick mal. Ohne mich findet hier keine Party statt, klar? Ist das nicht der Kleine, der am See der Stärke noch weinend weggerannt ist? Na, inzwischen stärker geworden? Mir soll's recht sein. Wir schlagen euch 2 gegen 2. Okay, 6 Pokémon gegen 12. Ist unfair, oder? Nein. Das geht schon. Mampfaxo. Oh, Mampfaxo will ich auch haben. Ich will auch Mampfaxo haben. Oh, warte mal. Gegenstoß ist sehr effektiv. Okay, Level 41 hält schon was aus. Gegenstoß nochmal gegen Mew. Ist auch sehr effektiv, das ist natürlich blöd. Nochmal Gegenstoß gegen Mew. Okay, dann Hypertrank einmal. Bitte schön, Rubin. Du wirst erstmal wieder geheilt. Was kriegt Hypertrank nicht eigentlich 200? Ha, sehr gut. Sehr gut ausgewichen, Rubin. Und schon wieder. Oh, geil. Ich bin stolz auf dich, Rubin. Nein, Items brauchen wir nicht. Wir wollen kämpfen. Und Schockwelle einsetzen. Na, hilft aber nicht ganz so. Also es ist schon gut runtergegangen, die Energie, aber hätte besser sein können. Okay, Rubin ist auf jeden Fall noch sehr gut dabei. Von dem Bronze ist es eher nicht mehr so zu erwarten. Schnurrgarst. Alles klar. So, das Bronze ist auch weg gleich. Sehr gut. Kann ich das Pokémon austauschen? Oh, ganz böse. Paralysiert auch noch. Das arme Mampfaxo. Ach du Schande. Die Weiterentwicklung von Skunkapoo. Skunk Tank. Ja komm, dann setzen wir hier, ne, Panferno ein.